Mein Vater hat mir immer gesagt, für die Liebe muss man kämpfen. Was? Oh, wir werden direkt reingeworfen. What the hell? Holst du etwas Wasser von Okay, Waterdrop? calm down. Nee, ich habe Wasser aus der Küche geholt. Okay. Aber dann ein Last thing I Waterdrop wirf ich remember, dann reingemacht. I had a bachelor party. And we got pretty wasted. And then. Jack, Jack! Thank God! Please, get me out of here! Hannah, Hannah! Honey, where are you? Jack, it's so dark and scary in here. Hannah, can you hear me? Fuck! Da steckt ein Messer in meinem Bein. Warte. Okay, hold up, Chat. Ich glaube, man lässt sowas stecken. Sieht komisch aus, fühlt sich bestimmt nicht gut an, aber in dem Moment, wo ich es rausziehe, ist doch die Gefahr groß, dass ich doller blute, korrekt? Also lassen wir es stecken. Es denn, wir brauchen es. Hände. Hände und Feuerzeug. Sargdeckel. Gegentreten. Oder schieben, schubsen. Right? Something else is holding the lid. Irgendetwas liegt auf dem Sargdeckel. Können wir es unten auftreten? Wieso kriege ich durch alles Schaden? Hallo? Mami. Meinte, ich sollte einmal alle... I'm not sure. Sollte ich einmal alle Nägel ausprobieren? Nein, ich tue mir doch nur weh dabei. Das ist ja bescheuert. Chat, ich glaube, wir müssen uns das Messer rausziehen. Ich wollte es nicht, aber ich glaube, es ist nötig. Und mit dem Messer dann die... Vielleicht kann man mit dem Messer dann die Nägel besser raus... Weiß ich nicht. Something else is holding the lid. So wird das nichts. Okay, wir holen das Messer raus. Und jetzt die Nagel mit dem Messer raus. I need to pry out all the nails. Yep. Und jetzt? Oh, habe ich einfach rausgeschoben mit dem Messer. Oh, geil. Verlieren wir noch HP kontinuierlich? Nee, ne? Ich hatte Angst vor einer Blutung, aber sieht okay aus. Ein Nagel rechts und zwei links. War's das? Magic, danke für die 13 Monate. Hallöchen. Moin moin. Okay. Kein Moment, muss doch. Das Taschentuch ist so klein, dass ich das Gefühl habe. So ist besser. Ah. Okay. Also, Chat, keine Sorge. Wir sind schon aus viel schlimmeren Situationen entkommen. Lebendig begraben, kein Problem. Zumindest Sauerstoff haben wir jetzt wieder. Ah, da ist ein Schlitz, da können wir wahrscheinlich durchgucken. Und hier ist der Vorstand.
something longer here. Probier's mal mit diesem Baby. Hebelwirkung, Chat. Schon mal davon gehört? Where the hell am I? Hannah, are you there? Honey, can you hear me? Is anyone there? Can anyone hear me? Warum, wenn wir nach unserer Frau rufen, reden wir in der Lautstärke? Hannah? Hannah, kannst du mich hören? Hannah, bist du hier? Und in dem Moment, wo er andere Leute anspricht, hey, ist hier irgendjemand? Hallo? Könnt ihr mich hören? Ich habe das Gefühl, dass wir unsere Frau gar nicht finden wollen. Noch nie von Hebelwirkung gehört? Erklär mal, Schwabbeltown-Senpai. Kein Problem. Hebelwirkung ist, wenn man einen Hebel irgendwo reinsteckt und dann so macht. Yep. By all appearances, there should be a second skull here. It's a very strange shape. Dem Anschein nach sollte hier ein zweiter Schädel drin sitzen, der fehlt. Vielleicht sollen wir nach dem Ausschau halten. Öffnen. Vielleicht ist Hannah hier drin. God, there are two skeletons without skulls. Okay. The rope I could use. Wir haben hier zwei Skelette nebeneinander, aber beiden fehlen die Schädel. Dafür haben wir ein Seil. Alright. Können wir noch irgendwas mitnehmen aus unserem Gefängnis? Nope. Oh. Hey, ich habe einen gefunden. I need a skull with a fractured frontal lobe. Wieso muss der einen gebrochenen Frontallappen haben, Junge? Was? Lass mich die anderen nochmal kurz angucken. Oh, ach so. Dem muss die halbe Schädeldecke fehlen, weil der sonst gar nicht reinpasst. Ja. Okay, verstehe. Okay. Ich kümmere. Also, was wir wissen ist, wir waren auf irgendeiner Party und sind dann in dem Sarg aufgewacht. Am Anfang haben wir mit unserer Freundin telefoniert und die hatte auch irgendwie davon geredet, dass sie gefangen genommen wurde. Glückwunsch, Jack. Du hast es geschafft. Aber du solltest dich beeilen, denn ich habe deine Verlobte sehr tief begraben. Oh Gott. Glückwunsch, Jack. Du hast es geschafft. Aber du solltest dich beeilen, denn ich habe deine Verlobte sehr tief begraben. Und sie wird nicht von alleine herauskommen. Wie finden Sie sie? Wie finden Sie sie? Wie finden Sie sie? Frag Frederick Simmons. PS, das mit dem Bein tut mir leid. Ich habe das nicht geplant, aber so macht es mehr Spaß, oder? Who the fuck is Frederick Simmons? Keine Ahnung. Hannah, can you hear me? Shit, it's locked. I need to find the key. Das ist ein Brecheisen, Chat. Sieht nützlich aus, zusammen mit einer weiteren Notiz. Wir haben aber keinen Schlüssel. Wir haben nur ein Seil. Der Schädel passt auch nicht. Ich meine, ich könnte ihn vielleicht zertrümmern und einsetzen, aber das scheint keine Option zu sein. Oh, vielleicht ist der Schlüssel in dem Schädel drin? That doesn't look like what I'm looking for. That's not what I need. Okay. Kein Problem, Chad. Wir sind noch nicht am Ende unserer Ideen. Unsere Ideen sind wie eine bodenlose Grube.
wie der endlose Ozean. Ich habe noch so viel auf Lager, das glaubt ihr gar nicht. Ah. Das ist erst der Anfang. Eine Fackel. Vielleicht so Zelda-mäßig, dass wir erstmal alle Fackeln anmachen müssen und dann öffnet sich ein Geheimgang oder so. Triggert mich, dass sie nicht direkt gegenüber voneinander aufgehangen wurden. Okay, okay, okay. Tonsen, danke für den dritten Monat. Vielen Dank fürs Verlängern. Können wir mit dem Seil das Brecheisen holen? Ow! Shit, what the hell is that? Ein guter Einfall, dem ich jetzt leider nicht mehr nachgehen kann. Was ist denn passiert? War das vorher schon da? Der sieht zu gut aus. Der ist auch zu... Haben wir keinen Zertrümmerten? Nope. Oh. Du. That skull is smashed. Just what I need. Den nehmen wir mit. Aber wie kommen wir jetzt wieder raus? Kannst du klettern? Okay, 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 okay. Geht nicht. Nee, ich kann ja mein Seil nicht verwenden. Wir gehen erstmal den Schädel einsetzen und gucken, ob wir dann mit einem Schlüssel belohnt werden. Skip, skip. Jack, du fragst dich wahrscheinlich, was zum Teufel hier los ist und wessen Überreste das sind. Nun, das sind meine biologischen Eltern. Sie hießen Emily und Luke. Sie waren unsterblich ineinander verliebt. Wirklich wahnsinnig. Eines Tages erwischte Luke meine Mutter beim Flirten mit einem anderen Mann. Ohne lange zu überlegen, nahm er einen Schläger und schlug seinen Rivalen zu Tode. Emily versuchte ihn aufzuhalten, was Luke nur noch wütender machte. In einem Wutanfall schlug er auch sie und brach ihr den Schädel auf. Sie werden fragen, wo ich war? Ich war blutüberströmt und sah schweigend dabei zu. Was haben wir damit zu tun? Haku, vielen Dank für den Raid. Hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Schönen guten Abend. Hallöchen. How awful. Oh. 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 Chat. Durch das Kindheitstrauma hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leute zu bestrafen, die fremdgehen. Entweder ich oder Hannah sind also nebenher am Turteln. Warte, wieso sollte er mich dafür bestrafen, wenn sie fremd geht? Fackel übersehen? Hier drin? Oh. Rechts? Na. Doch, danke. Wie auch immer. Ich erzähle dir, was mit meinen Eltern als nächstes passiert ist. Als Lucas klar wurde, was er getan hatte, schleppte er die Leiche meiner Mutter in diese Gruft. Er legte sie in einen Betonsarg
und legte sich dann neben sie. Meine Mutter war noch bei Bewusstsein, als Luke sie fest umarmte und den Deckel des Sarkophags dann schloss. Wie konnte ich das wissen? Ich habe ihm geholfen, den verdammten Deckel zu bewegen. Ja, ja, mein Vater hat sich lebendig begraben, zusammen mit seiner blutenden Geliebten, weil er sich ein Leben ohne sie nicht vorstellen konnte. In diesem Moment habe ich verstanden, was wahre Liebe ist. Und du, Jack? Was würdest du für deine Hannah tun? Damn pervert. Oh shit. Was? I can't reach. I need to find something to cling to. Er muss etwas finden, woran er sich festhalten kann. Vielleicht können wir das Brecheisen mit dem Seil verbinden oder so. Okay, okay, okay. Die Fässer sind merkwürdig, als ob wir die kaputt machen können. Ein Haken. Und ein Seil, das aussieht wie eine Schlange. Cool. Okay, läuft doch gut. War der Hammer? Hey, freut mich. Jack, lass dich nicht vom Friedhofswärter erwischen. Er leidet an einer Art Altersdemenz oder so. Ich habe ihn mit meinem häufigen Auftauchen verärgert und jetzt ist er etwas gereizt. Der arme Kerl muss gedacht haben, ich wäre eine Art Grabräuber. Aber wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Übrigens hat er einen Schläger bei sich und hat mich damit schon ein paar Mal geschlagen. Also geh nicht in seine Nähe, wenn du Hannah retten und am Leben bleiben willst. Viel Glück. What? Wir können doch bestimmt erklären, was los ist, oder? Da hinten ist er. Zuerst müssen wir herausfinden, wie gut er gucken kann, okay? Er schaut in meine Richtung. Ich habe das Licht aus. Ich stehe. Er sieht mich nicht. Ab wann sieht er mich? Who's there? Jetzt. Stop right there. Hey, stop right there! Warte, er kann durch den Zaun durchkommen? Did he go? Am I imagining things? Hey, stop right there! Du hast mich wiedergefunden. Nicht schlecht, alter Mann. I should check. Er verhält sich wirklich wie ein alter Mann. Die kann man voll gut austricksen. Hörst du diese lästige Krähe? Sie ist aus einem bestimmten Grund hier. Oh ja, ich höre sie, aber wo ist sie? Schwer zu orten, weiß ich nicht, Chad. Hat sich auch angehört, als ob sie sich bewegt. Queen Nerdidala? Hey! Hallo, Queen! Wart ihr am Slayen? Wegen Slay Queen, wisst ihr? Crazy. Was habt ihr gemacht? Dankeschön für den Raid. Schönen guten Abend. Wir wurden gerade lebendig begraben und aus dem Grab haben wir uns befreit, aus dem Sarg. Aber jetzt sind wir noch auf dem Friedhof und sind auf der Suche nach unserer Frau, die genauso wie wir gekidnappt wurden, von einem Typen, der eine schwierige Kindheit hatte. Alright. Kann ich vielleicht entweder soll ich die Krähe damit abwerfen oder
Den alten Mann, ich bin mir nicht sicher. Der passt auf den Friedhof auf. Okay, den können wir damit weglocken. Soweit, so gut. Alan Wake 2. Wie ist dein Fazit zu Alan Wake 2? Mir wird es immer wieder empfohlen, aber ich fand den ersten halt nicht so... Also von der Story interessant, aber vom Gameplay her nicht so interessant. Deshalb habe ich mich bisher nicht getraut, den zweiten anzuzocken. Ist das nicht ein schöner Sarg? Hannah liegt gerade in einem... Ja, genau, in solch einem. Du Arsch. Ich kann mir nicht helfen, die Krähe ist immer woanders gefühlt. Oh. Nee. Hm? Ich hoffe, du hast den verdammten alten Mann nicht zu sehr satt. Wenn man ihn mit einer Schaufel schlägt, ist er gefügiger. Erprobt und wahr. Okay, du fragst dich wahrscheinlich, wo du den Schlüssel herbekommst. Ich gebe euch einen Tipp. Schaut nach oben. Der Schlüssel ist bei diesem schwarzen, schreienden Ding. Die Statue kann nicht schreien, korrekt? Er meint eine lebendige Krähe, die irgendwo hinter mir ist. Ich finde es bisher mega. Alan Wake 1 habe ich wegen des Gameplays abgebrochen. Oh ja, fühle ich. Ja. 2 ist super. Ergo, klare Empfehlung. Dankeschön. Hey, vielleicht sollte ich auch mal reingucken. Danke dir auf jeden Fall für das Feedback. Okay. Ein bisschen Heilung haben wir eingesammelt. Ich weiß immer noch nicht genau, wo die Krähe ist, Chat. Tut mir so leid. Wenn ich jetzt stillhalte und sie einfach nur orte. Ich hab's. Fliegt sie? Ich höre sie immer an einem anderen Ort. Könnte sein, dass sie immer in Bewegung ist. Und ich soll sie bestimmt abwerfen. War ganz in der Nähe. Sieh nach oben. Das quakende schwarze Ding. Bruh. Okay, Chat. Wie wäre es, wenn wir die Statue abwerfen? Das ist das Einzige, was ich bisher erblickt habe, das so ein bisschen krähenmäßig aussieht. Ich gebe euch einen Tipp. Schaut nach oben. Der Schlüssel ist bei diesem schwarzen, schreienden Ding. Voll dran vorbei? Ich habe die Statue so ein bisschen verfehlt, ja, aber das hätte bestimmt gezählt. Ich bin der Meinung, dass es von draußen kommt. Aber da kommen wir nicht hin, weil abgeschlossen ist. Vorne ist ein blaues Licht. Sieht neu aus. Ui! Er hat gesagt, dass ich mit der Schaufel den alten Mann gefügig machen kann.
Vielleicht probieren wir das als nächstes. Okay. Der soll ruhig herkommen. Ich sehe sonst nichts, das wichtig wäre. There's some junk upstairs too. Oben liegt auch ein bisschen Zeug, sagt er. Und jetzt, wie soll ich da rankommen? There's some junk upstairs too. Schloss Pick. Okay. Vielleicht können wir... Habe ich das gerade gesehen? Oh, warte, da ist sie. Ich glaube, da ist sie. Stop right there! Sir, ich bitte Sie, treten Sie zurück. Ich bin auf der Mission, meine Frau zu retten. Who's there? Who's there? Ich bin's. Stop right there. Hey, stop right there. Who's there? Hey, stop right there. Sie können mich davon right abhalten, meine Frau zu retten. Who's there? Stop right there. Und er läuft durch Bäume durch, das ist ein bisschen unfair. I got you, you bastard. Selber Bastard. Who's there? Who's there? Who's there? Stop right. Who's there? Stop. Wie hält der Alte meinen aus? Sorry, old man. But you asked for it. Okay, wir haben ihn verprügelt. Der blöde Scheiße, du. Und jetzt zurück zur Krähe. Endlich habe ich dich gefunden. Gute Arbeit, Chat. Nichts und niemand ist vor uns sicher. Du hast keine Ahnung, wie schwer es für mich war, diese verdammte Krähe zu fangen und einen Schlüssel in sie zu stecken. Ich hoffe, du hast dir auch viel Mühe gegeben, sie zu Fall zu bringen. Warum sind wir sonst hier? Um der Liebe willen. Los, schnell zu Hannah. Vielleicht atmet sie ja noch. Du verdammtes Schwein. Aber was mache ich jetzt mit dem Lockpick, Chat? Und haben wir irgendeine Zahlenkombination gefunden bisher? Vielleicht ist ja irgendwas drin, was uns weiterhilft. Eine Tür. Die führt nur nach draußen. Schade. Ich sehe kein Tagebuch, ich sehe keinen Kalender. Nichts, das uns da irgendwie einen Hinweis geben würde. Ich denke, wir gehen erstmal zum Gate und machen da mit dem Schlüssel auf. Let's go. Beim Bild im Heiligenschein? War da was zu sehen? Frederick. Oh, er hat gesagt, wir sollen den Frederick fragen. Aber das war nicht Simonov, sondern Simmons, wenn ich mich recht entsinne. Frederick Simmons sollen wir nach dem Aufenthaltsort unserer Freundin fragen. Frederick Simmons, hier. Okay. Schaufel.
Honey, are you there? Can you hear me? It needs a bolt cutter. Maybe try to get something from the gatehouse. Zurück zum Haus, wo wir eben drin waren. In dem Spind ist wahrscheinlich ein Bolzenschneider und den brauchen wir, um sie da rauszuholen. Also zurück zum Code. I don't know, dude. Ein Heiligenschein, irgendein Bild da drin. Wir gucken mal. Jede Sekunde zählt. Hannah, du bist die Liebe meines Lebens. Ich darf dich nicht verlieren. Nicht auf diese Art und Weise. Weiß ich nicht. Das sind irgendwelche Symbole, keine Zahlen, die da im Heiligenschein drin sind. Aber, gut gesehen. Waren Zahlen auf dem Grab? Vielleicht hätte ich da gucken sollen. Und Dietrich haben wir auch noch. Die Tür öffnet sich mit einem Zahlencode. Da brauchen wir den Dietrich nicht für. Gab es eine andere Tür? Irgendwas anderes, das abgeschlossen war? Vielleicht irgendwo auf dem Gebiet des Friedhofs? Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Das Areal ist relativ groß. Römische Ziffern auf dem Heiligenschein. Sie sind wieder am falschen Ort. Warum sieht's der mich manchmal und dann fängt er wieder an mit Duzen? Okay, also, ich habe nicht so viele Einfälle, leider, muss ich zugeben. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zurück zum Grab, wo unsere Frau drin liegt. Oder wahrscheinlich unsere Frau. Wir gucken da nach irgendeiner Zahlenkombination. Er wird sich ja was dabei gedacht haben. Er vergräbt sie nicht nur, sondern schlingt nochmal so ein paar fette Ketten um den Sarg herum. Weiß also, dass ich einen Bolzenschneider brauche. Drei Zahlen brauchen wir. Oktober 05 65. Weiß ich nicht. Unloving husband. Uh-huh. It needs a bolt cutter. Maybe try to get something from the gatehouse. ...10051965. Ja, aber das sind viel zu viele Ziffern. Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist, oder? Ah, ah. Fragen können wir den alten Mann jetzt auch nicht mehr. Wir haben ihn leider so ein bisschen kaputt gehauen. Stuhl hier hinstellen. Wartet. Bang. So sollte man überhaupt erst an den Dings kommen, glaube ich. An den Dietrich. Okay. Das haben wir aber auch schon so geschafft. Das hilft uns nicht weit. Yeah, baby.
Mhm, ja. Komm nach Hause, steht auf dem Bild. Und 359. Wir haben's, Gott sei Dank. Okay. Jetzt kommen wir zu unserer Frau. Schnell. Ich komme, Hannah. Ich ahne schon, in welche Richtung das geht. Entweder habe ich dich betrogen oder du mich. Oder... Er wartet gar nicht darauf, Pärchen zu finden, die sich gegenseitig fremdgehen, sondern... Er stellt alle Pärchen auf die Probe, unabhängig davon, ob sie treu sind oder nicht. Für den Moment will ich dich auf jeden Fall retten. Ja. Also, sie bewegt sich noch. Das ist ein gutes Zeichen. Sie ist nicht erstickt. Babe, ich bin gleich bei dir. What do you want from me? Calm down. I'm not gonna hurt you. Give me your hand. I'll help you out. Who did this? Who buried you? Have you seen Hannah? Do you know where she is? Das ist gar nicht Hannah. I don't know any Hannah. I'm Sarah. I was at home and then the doorbell rang. There was a man I didn't know and he was smiling strangely. And then shit, it's all a blur. Okay. I have to find Hannah before it's too late. Has she been kidnapped too? Who would want that? I don't know. But I'll find out. Let's go. We have to get out of here. Warte, Sarah. Wir müssen zusammenbleiben. Da war noch etwas in deinem Sarg. Hey, Jack. Ich würde alles dafür geben, jetzt dein Gesicht zu sehen. Wenn du wieder zu dir kommst... Geh südlich des Friedhofs, wo ich eine Überraschung für dich habe. Du kannst das Mädchen mitnehmen. Sie ist ein Geschenk. Sarah? Oh nein, wie in den Horrorfilmen. Sarah! Ich glaube, sie hat die Tore geöffnet da vorne. Brief im Sack, ja, danke. Da bist du ja. That's my car. Hey, you should take a look at it. Okay, schauen wir uns dein Car an. Aber sei vorsichtig. Ah, what the hell? Sarah, ich wurde getroffen. Ist sie diejenige, die uns in... Personal, Jackie. Ich glaube, sie steckt mit unter einer Decke. Oh, fuck. Damn, shit. So dark. Oh, shit, shit. Fucking bitch! I have to free my hand somehow. Okay, let's get out of here. Ich bin verwirrt. Sie hat uns in den Kofferraum gesperrt. Und dann hat sie uns mitgenommen. Hey, Jack, wie war deine Fahrt? Saracen Schatz, nicht wahr? Sei ihr nicht böse. Ich habe sie für den Fall gut bezahlt. Du fragst dich bestimmt, wo deine Hannah jetzt ist. Beruhige dich.
Dein Baby atmet noch. Wirklich zu viel. Es ist so verlockend, ich kann mich kaum zurückhalten. Du willst sie ein letztes Mal sehen? Sei vor Sonnenaufgang in der Westford Street 1513. Wenn du rechtzeitig da bist, kannst du sie noch lebend erwischen. PS, wenn du einen Schritt auf die Polizei zugehst, ist Hannah tot. Westford 1513. Okay. Ist das jetzt wirklich auf Zeit? Ja. Verdammt, Hannah. Damn, it's locked. Of course it is. War da irgendwas drin? Okay, wir suchen nach einem Schlüssel. Und es ist auf Zeit. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Was ist mit dem Auto? Können wir das öffnen? Kofferraum? Nope. Okay. Ich kann alle möglichen Gegenstände wegziehen und woanders hinpacken. Hüp. 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 Eine Kassette. A cassette? And what do I listen to it on? Kann ich untersuchen? Nee. Ich glaube, da stand Don't Watch oder so drauf. Nicht angucken. There's still something missing. Okay, wir haben die Kassette ins Radio eingelegt. Aber es funktioniert noch nicht. Vielleicht brauchen wir noch Batterien oder so dafür. Wäre doch gelacht. Kriegen wir bestimmt hin. Wir sollten auch nach oben gucken. Es gibt hier mindestens einen Stuhl, den wir benutzen können, um auch höher gelegene Regale abzusuchen. Oh, was ist das? Schlüssel hat bestimmt mit dem... I need to look for a light switch. Damn, it's locked. Oh, warte, ein Light Switch? Ich dachte, wir brauchen Batterien. Ein Lichtschalter, ein Lichtschalter, ein Lichtschalter, ein Lichtschalter. Ein Lichtschalter. Oh. 354. Das hat jetzt gar nichts mit meinem Radio zu tun, ne? 354. I've seen these numbers around here somewhere before. Bestimmt ein Kennzeichen. 354. 354. Kennzeichen. 354. 354. Hier. Alright. Geht jetzt das Ding? Was genau hat sich verändert? Das Licht ist ein anderes. Aber ich sehe keine neue Kombination, keinen neuen Hinweis. Seht ihr irgendwas, das sich geändert hat? Chat, I don't know. Sollen wir den anderen Lichtschalter wieder ausmachen jetzt? Guckt mal. Ist das besser? Okay. Wir haben sehr viel Licht in der Ecke. Inwieweit soll uns das helfen?
Wir haben eine Taschenlampe dabei. Das heißt, Licht insgesamt hilft uns eigentlich nicht. Es sei denn, es werden halt so Codes revealed wie davor. Das Volumen unten rechts hat sich verändert. Volumen. Warte, was für ein Volumen? Melina, danke für die 22 Monate. Vielen Dank für den Support. Dankeschön. Yes, I could certainly use this. I will put it in here. Jack, glad we're even closer together now. Yes. Now you know what I sound like. Yes. And soon, if you don't screw up, you'll know what I look like. Oh no. But let's not get ahead of ourselves. Yes. I know you ain't too smart, so listen up. Just okay. Pick up that damn rug and take what I left for you. Well, if you already found it, I'm sorry I didn't believe in you. But you do have a stupid face. What does Hannah see in you? Also, my favorite color is blue. If you don't get it again, I'm done. What an asshole. Oh, schnüssel. Seine Lieblingsfarbe ist blau und wert hilft uns das. Perfekt. Damit kann ich jetzt endgültig entkommen. Ich glaube, wenn Hannah wüsste, dass ihr Überleben von meinen Escape Room Skills abhängt, dann würde sie mit Sicherheit noch doller weinen als ohnehin schon. Okay. Denken wir nach. Es gibt noch einen Teppich, den ich aufrollen kann. Vielleicht ist ja hier auch was versteckt. Okay. Was suchen wir? Wir suchen etwas, wo ich mein Ding hier reinstecken kann. Seine Lieblingsfarbe ist blau. Bruder. Der ist auch ein bisschen blau hier. Bestimmt so eine kleine Farbkanne. Das hier sieht nach grün aus. Wenn wir so ein kleines Ding im Blau... Oh, das sieht gut aus. Blau, 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 blau. Oder hier, die Spraycans sind blau. Hold up. Keine Sorge, Hannah. Ich werde dich finden. Glaub an mich. Ich
werde nicht zulassen, dass er dir etwas antut. Oben sind blaue Sachen. Ich verfluchte dich, du kranker Bastard. Was du mir und meiner Freundin antust, das geht ja wohl nicht klar, Mann. Kennzeichen? Blaue Kennzeichen. Oh, gute Idee. Wait. Das ist das Einzige, wo kein Blau dran ist. Da ist Blau dran. Warte, das Kennzeichen, das wir vorhin gesucht haben. Das war das hier. 354, das wollen wir haben. Natürlich. Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Verdammt. Hannah. Yes, it's the key to the door upstairs. What else is it for? I don't know. Für die Garage? Ich gebe hier jetzt. Okay. Darf ich mir jetzt aussuchen, ob ich durch die Garage verschwinde oder durch die Treppe oben? Ja, das ist der Schlüssel für die Treppe da oben. Aber wofür ist der noch gut? Fürs Auto. Weiß ich nicht. Erstmal raus hier. Oh. Sieht nach Ladezone aus. Meint ihr, wir sind hier fertig? Warum hat er gefragt, wofür das noch gut ist? So als ob ich hier noch etwas entdecken könnte, das wichtig wäre. Wofür ist er noch gut? 354. It's the key to the door upstairs. What else is it for? Ach so, ist das eher so ironisch gefragt, so? Naja, natürlich ist das der Schlüssel für oben. Wofür sonst sollte der gut sein? Vielleicht ist es nur so gemeint. So sarkastisch. Ja, eher wahrscheinlich. Okay. Okay, Chad, wir sind dran. Melina, danke für die 22 Monate. Madame de Rose, danke für den verschenkten Zabaroni. Doomsday, danke für die 20 Monate. Sniper Drive, danke für die 11 Monate. Und Kiane, danke für die 17 Monate. Okay, wir sind jetzt in einem Haus, das eigentlich ganz schick aussieht. Aber wir müssen eigentlich dringend nach draußen, um unsere Frau zu retten. Eigentlich. Würde mich natürlich interessieren, ob ich hier noch ein bisschen rumschnüffeln kann. Sie wollen den Code wissen? Finden Sie den Namen des Künstlers heraus. Ich weiß nicht, wie ich dir sonst einen Tipp geben soll. What? Ist jemand drin? There's a man breaking into our house. Hello, Lindsay. Ma'am, das ist ein Missverständnis. Ich bin nicht bei Ihnen eingebrochen. Ich wurde eingebrochen. Jemand hat mich einfach so betäubt mit Betäubungsmitteln und hat mich dann hier unten in Ihrer Garage ab... Kochen Sie jetzt? Hallo, Sir. Oh. Haben Sie eine Waffe auf dem Rücken? Sir, ist das Amerika? Okay. Okay.
Der Name des Künstlers bringt uns nach draußen, Chat. Heute war mein erster Tag im Café. Die Arbeit war ekelhaft. Der Tag war schrecklich, aber dann kam sie ins Café. Ein Mädchen mit roten Locken und Sommersprossen auf den Wangen. Ich weiß, ich wusste sofort, dass es die wahre Liebe war. Ich habe heute Nacht die ganze Nacht mit Hannah verbracht. Warte. Das ist doch meine Hannah, oder? Ich lag unter ihrem Bett und lauschte ihrem gemessenen Atem. Als ich sicher war, dass sie schlief, kletterte ich heraus und sah ihr stundenlang beim Schlafen zu. Sie ist wunderschön. Meine Liebe zu ihr ist echt. Oh, meine Freundin wird gestalkt. Oh. Das ist nicht gut, aber besser, als dass sie mich betrogen hatte. Hey, who's there? I'm armed. I'll shoot without warning. Sorry, bitte. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. I'm sure I've lost my mind. Ah, bitte, mach den Platz. There's a man. Wenn du mich erschießt, erschießt du sie. Zwei Fliegen mit einer Klappe? Ich glaube nicht. Lindsay. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Okay. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Michael, you asshole. Is that you? Vierstellige Kombination. Kann ich die Klospülung betätigen, um abzulenken? Nope. Kann ich aus Fenster, durchs Fenster klettern? Nope. Die Lady. Okay. Gotta stop drinking beer at night. I can't sleep again. And it's so drying. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. I'm sure I've lost my mind. Frederick! There's no one There's here. There's a man breaking into our house. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Hallo, Ma'am. Ma'am, das ist ein Missverständnis. Ich... No one here. Frederick! So There's a man breaking into our house. Oh mein Gott, das wird so chaotisch. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Shit. Ich glaube, ihr hört das, wenn ich renne. Das hat man schon gelesen. Unsere Freundin wird gestalkt. Was ist das hier? Verdammt! Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich wollte mich gerade mit Hannah treffen. Da sah ich diesen Jack aus ihrer Wohnung kommen. Und sie hat ihn geküsst. Ich werde ihn töten. Now I know why I'm in all this trouble. Yeah, irgendjemand steht auf meine süße Freundin. Ich habe eine neue Familie. Ich bin jetzt Simmons. Aber etwas sagt mir, dass ich nie ein guter Sohn sein werde. Frederick und Lindsay können sich nicht leiden. Das ist ekelhaft. Kein Wunder, dass sie keine eigenen Kinder haben. Sie haben es nicht verdient. Sie verdienen es, zu sterben. In getrennten Gräbern zu sterben. Oh, wartet. Das ist die ganze Zeit ein Foto von meiner Freundin gewesen. Irgendwie dachte ich, das ist... Ich dachte irgendwie, dass eine Frau auf meine Frau steht. Nein, das ist meine Frau mit mir. Und der Typ, der uns entführt hat, der am Telefon war, er hat sich verschossen in meine Freundin und ist der Meinung, dass wir nicht zusammengehören und will uns umbringen. Oh, was ist das? Sarah, you are the sister I never had. Oh, das ist er. Die Sarah ist die aus dem Grab? Die mit ihm zusammengearbeitet hat? Und der ist der gut aussehende Typ links. That's the girl from the cemetery. Mm-hmm. That's Sarah. Mm-hmm. She and that asshole have known each other for a long time. Mm-hmm. God, he's obsessed with my Hannah. He's been spying on her. God, he's been spying on her for years. Lindsay, Frederick! Is that you making noise There's a man over breaking there? Into our house. Hello, Lindsay. What the hell Frederick! Is this? There's Am a man crazy, breaking into or is there someone here? Michael, is that you? I'm sure I've lost my mind. Frederick! No There's one here. Hey, Frederick! Who's there? Mark! I'll shoot without warning. Frederick! I'm sure I've lost my mind.
I've lost my mind. There's a man breaking into our house. I can't, man. Ich kann nicht even tun. Sie blockt mich. Sie blockt mich. Oh mein Gott. I'll shoot without Ted, okay, wir haben viel in Erfahrung gebracht, aber es fehlen immer noch Informationen. Was für ein Künstler? Michael, you asshole. Is that you? Chad, was für ein Künstler? Wonach wird gesucht? Lindsay, is that you? Hey, I'm sure I've lost my mind. There's no one here. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. There's a man breaking into our house. I'll shoot without warning. Frederick! There's a man breaking into our house. What the hell is this? Hey, who's there? I'll shoot without warning. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Ich will nicht mehr. Please. Nach was für einem Künstler suchen wir? Am I crazy or is there someone here? Michael, you asked. Oh, Affe. Is that you? Lynn, hey, who's there? I'll shoot. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. There's a man breaking into our. Hey, who's there? I'm armed. Frederick! There's a man breaking into our house. There's a man breaking into our house. Hello, Lindsay. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. Lindsay. Isabella Rivers. 2309. There's no one here. 2309. Wir haben's. Lindsay, is that you making noise over there? Hello, Lindsay. Jack, du hast recht. Der Schlüssel war wirklich hier. Aber ich dachte, das wäre so einfach. Also beschloss ich, den Schlüssel lebendig zu... Michael, you asshole. Is that you? Lindsay, is that you making noise over there? Hello? Lindsay? Lindsay, is that you making noise over there? Hello? Where did I Lindsay? Put my hey, who's there? Frederick! There's a man I'll breaking into warning. Our house. Lindsay, is that you making noise over there? Hello? Lindsay? Weiß nicht, was schlimmer ist, das oder der Hausmeister in White Day LUL. I can't sleep again. Also beschloss ich, den Schlüssel lebendig zu vergraben, genau wie du. Ich habe ihn irgendwo in diesem Haus vergraben. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich denke, du wirst es herausfinden, wenn du hier rauskommst. Schau in den Müll vor dem Haus. Dort habe ich ein Geschenk für dich hinterlassen. Er hat den Schlüssel lebendig vergraben. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich denke, du wirst es herausfinden. Und wenn ich es rausschaffe, im zweiten Step, soll ich den Müll vom Haus durchsuchen. Alright. Ein Topf. There's a man breaking into our. What the hell Frederick! Is there's a man breaking into our house. Und ich würd's jederzeit wieder tun für dich, du heißer Feger. Lindsay, is that you making noise over there? Hello, Lindsay. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Michael, you asshole. Is that you? Where did I put Lindsay? Is that you making noise over there? Ich würde gerne wissen, ob ich sie abwerfen kann und ob sie das ausschnockt. Ich bin mir nicht sicher. Ich sehe halt leider nicht so viel. I'm armed. Frederick! I'll shoot without warning. Frederick! No, ich muss erstmal die Notiz lesen, damit ich dazu in der Lage bin, Sachen kaputt zu machen. Lindsay, is that you making noise over there? Hello? Chat, habt ihr euch den Code gemerkt? Es war 2309 oder so? Frederick! There's a man breaking into our house!
Apropos Sachen kaputt machen. There's a man breaking into our house. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Michael, you... I'm sure I've lost my mind. There's a man breaking into our house. Suck it! Hey, who's there? I'm armed. I'll shoot without warning. Is that you making noise over there? Hello? Lindsay? I'm sure I've lost my mind. No one here. Ich konnte nicht nach links weiter. Ich glaube, die Überreste vom Topf haben mich geblockt. Bro, es ist so schwer. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Michael, you asshole. Is that you? Hey, who's there? I'm armed. I'll shoot without warning. Ah, Frederick! There's a man breaking into our house. I'm sure I've lost my mind. There's no one here. What the hell is this? Am I crazy or is there someone here? Michael, you asshole. Is that you? Lindsay, is that you making noise over there? Hello? Lindsay? Where did I... Wir haben es geschafft, Chat. Gott sei Dank. Ich dachte, das geht noch ein paar Stunden so weiter. Jetzt können wir den Müll durchsuchen. Das ist jetzt mein Müll. Jack, wenn du lesen kannst, weißt du, dass ich dich auf die Probe stelle. Ich liebe Hannah mit wahrer Liebe und das schon seit geraumer Zeit. Vielleicht zu lange. Alles lief großartig, aber dann bist du eines Tages aufgetaucht. Du hast alle meine Pläne durchkreuzt. Wenn du nur wüsstest, wie sehr ich dich hasse, Jack. Aber ich bin ein vernünftiger Mann. Ich gebe zu, dass es vielleicht echte Gefühle zwischen euch gibt. Und wenn du es beweisen kannst, werde ich mich zurückhalten. Komm in die Westford Street 1513 und zeige mir, dass sie besser sind als... Und zeige mir, dass du besser bist als ich. PS, um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen nervös. Denk daran, dass ich bis zum Morgengrauen kämpfen werde. Nun, wenn die Sonne aufgeht, ist es zu spät. Hannah und ich werden in den Himmel aufsteigen. Oh, what a sick bastard. Fuck, wie war die Adresse? Das hätte ich mir merken sollen. Ups. 1513, Westford. Okay, bis zum Sonnenaufgang dauert es noch ein bisschen, ne? Westford, Westford, Westford. Sollten wir zur Kirche? Sieht so aus, als ob die Tür offen ist. Vielleicht. Ich habe einen Stick aufgesammelt. Ich weiß, dass wir zu Hannah müssen, Chat, aber was bringt es uns, wenn wir nicht vorbereitet sind? Oh. Wir sind aus Versehen dahin, wo wir hin sollten. Rück sie raus. His way. Honestly, Jack, I didn't think you'd make it here before dawn. Where's Hannah? Huh, straight to the point. Well, Hannah's inside next to me. Her place is here. Actually, she passed out a long time ago. You bastard! What kind of crazy game are you playing? Let her go now! How pathetic you are. Let her go now? I don't know what she sees in you. You son of a bitch! You're going to pay for everything you've done! Ha! When Hannah comes to her senses, I'll be around. And you will rot in an unmarked grave with a fractured skull. Come on! Tried to take her away from me. What are you
like a man. Bro. Hell, he's stronger in a fair fight. I need to sneak up. Lost. Suck it up and give up. Ich bin fast tot. Hell, he's stronger in a fair fight. I need to sneak up on him. Jack, remember, when the clock strikes six, you lose. How long are you gonna keep running away from me? I'm her destiny, and you're just an accidental misunderstanding. Hell, he's stronger in a fair fight. I need to sneak up on him. Ich hab keine AP mehr. Wie soll ich mich denn anschleichen? Noch hast du meine Frau, aber nicht mehr lang. Wo bin ich, Jack? Wo bin ich? Meine Mike. Ich könnte überall sein, das weißt du nicht. It's the middle of the night. I've gotta hang on. I'm not giving head to him. Bist du verpackt? Chat, es geht. Hör zu. Es geht um meine Freundin. Als ob ich da irgendwie Wert lege auf einen fairen Kampf. Es geht um meine Freundin, um meine Frau. Der will sie umbringen. Glaub mir, für meine Süße würde ich alles tun, was in meiner Macht steht. Ganz egal, ob ich dafür zu schmutzigen Tricks greifen muss oder nicht. Nichts und niemand kann mich im Namen der Liebe aufhalten, wenn ich im Namen der Liebe unterwegs bin. Was hast du vor? Wie lange willst du noch von mir weglaufen? Ich laufe nirgendwo mehr hin. Ich beende das hier und heute. Könnte ich die Polizei rufen, wenn ich wollte? Es ist vorbei, Psycho Mike. Du hast dir die falsche Frau ausgesucht, denn die gehört mir. Zeit, mein Baby zu retten. Kleine, kannst du mich hören? Ich bin es. Jack. Mit einem Schlüssel verschlossen? Hätten wir ihn vorher fragen sollen, wo der Schlüssel ist? Oh oh. Wie viel Zeit haben wir noch? Wartet. Er kann sie ja nicht mehr aktiv umbringen, weil er ausgenockt ist. Aber sie erstickt vielleicht irgendwie auf Dauer. Warte, ist der Schlüssel in ihm drin? Oh, ich habe einen Sargschlüssel aufgesammelt. Okay. Oh ja, klar.
Ist epischer, wenn das ganze Ding noch abfackelt. Zusammen mit Psycho Mike. Der stockt dann auf jeden Fall nicht mehr. Hoffentlich. Was ist, wenn es nachher heißt, wir kriegen einen Zeitungsausschnitt angezeigt. Ja, Kirche, letzten Sonntag abgefackelt. Glücklicherweise wurden keine Verletzten gefunden. Keine Leichen. Es ist keine Person zu Schaden gekommen. Das würde bedeuten, dass es sich weggeschlichen hat. Gut, ich glaube, da müssen wir uns vielleicht doch keine Gedanken machen. Ende gut, alles gut. Ja, wunderbar. Sie lebt noch, Chad. Oh mein Gott. Jack. Ja? You saved me. Ich weiß. Und jetzt küss mich, Baby. Okay, das war ein Erlebnis. Ja. Okay.